Spätestens seit der Erfindung der Smartphones ist die seitliche Ansicht der Selfies interessant geworden. Und wir sprechen hier vom Profil. Könnt ihr was damit anfangen? Was ist eine Profilplastik und was bedeutet das für einen plastischen Chirurgen, in die seitliche Ansicht in euer Profil einzugreifen? Darüber wollen wir jetzt sprechen, hier in diesem Video, wo es um die operativen Profilplastiken geht. Ich bin Professor Dr. Sinis, ich bin dein Plastic Surgery Coach und heute sprechen wir über Profilplastiken. Was ist eine Profilplastik? Bei dem Profil geht es zunächst einmal immer um die seitliche Ansicht des Gesichts. Und hier sprechen wir über Patientinnen und Patienten in gleicher Weise. Sowohl Männer als auch Frauen sind an die Proportionen in ihrem Gesicht interessiert und wollen von der Seite auch das beste und schönste Bild für sich herausholen. Tatsächlich ist es so, dass es Studien gibt, die an US-amerikanischen Universitäten gemacht worden sind, wonach gezeigt worden ist, dass aufgrund der digitalen Fotografie, insbesondere der Smartphones, die seitliche Ansicht der Probandinnen und Probanden sehr, sehr wichtig geworden ist. Und aus diesem Grund wollen wir hier in diesem Video auch die operativen Möglichkeiten beleuchten, wie ihr eure seitliche Profilansicht verändern könnt und welche operativen Verfahren hier zur Verfügung stehen. Bei der Profilplastik geht es um die Manipulation der harmonischen Linien von Stirn, Nase und Kinn in Bezug auf beispielsweise die Halsweichteile. Wir alle kennen den Ausdruck fliehendes Kinn, das heißt das Kinn, was zurückgesetzt worden ist. Wir sprechen hier von einer sogenannten Hypognathie oder auch von Proportionen, die sich sehr, sehr unschön darstellen im Rahmen von solchen Hypognathien, wenn das Kinn nach hinten gestellt ist, ein Überbiss beispielsweise vorliegt oder gar eine große Nase in der Kombination mit einer zurückliegenden, auch fliehenden Stirn das Ganze unharmonisch oder auch unschön darstellt. Was können wir in solchen Fällen machen? Es lohnt sich immer, den Blick als Gesamtblick auf diese Profilebene, auf die seitliche Ebene zu legen und sich nicht isoliert nur die Nase rauszusuchen oder eben die Stirn. Was immer hilfreich ist, ist, dass man sich eine Art Linie vorstellt zwischen der Schädelbasis, das sind die sogenannten Siebbeinzellen, die sich hier finden, an der Nasenwurzel und dann der Columella, dem Ansatz der Nase selbst, in Kombination mit dem knöchernen Rahmen des Unterkiefers, also dem Kinn. Wenn wir uns diese Linie anschauen, dann gibt es dort unterschiedlich vorteilhafte Proportionen, die geschlechtsspezifisch sind. Das heißt, dass bei Männern häufig das Kinn durchaus dort ein bisschen hervorstehen darf, die Nase ruhig etwas kräftiger sein darf und die Stirn auch ruhig etwas kräftiger im Gesamtbild sich darstellen darf. Bei den Frauen sieht es anders aus. Dort sehen wir häufiger im Idealfall weichere Strukturen, was die Nase anbetrifft, etwas leichter zurückstehende Strukturen oder knöcherne Rahmen, wenn es um den Unterkiefer geht und nicht so prominente knöcherne Areale im Bereich der Stirn. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass die Hormone Östrogen und Testosteron sich ganz unterschiedlich auf die knöcherne Entwicklung dieser Strukturen auswirken und deshalb bei Männern beispielsweise die Gesichtskonturen im Bereich der Augenhöhlen, also dieses oberen Orbiterrandes, kräftiger darstellen als bei Frauen. Denken wir jetzt nicht an den Idealfall, sondern denken wir jetzt an die häufigsten auftretenden unvorteilhaften Veränderungen, was diese Proportionen anbetrifft, wie beispielsweise der Hypognathie. Das zurückgesetzte Kinn ist ein Problem, das wir in verschiedenen Fachdisziplinen angehen können. Die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen gehen häufig an diese Problematik so heran, dass das Kinn korrigiert wird, indem man sogenannte Osteotomien durchführt. Eine Keilosteotomie, die das Kinn nach vorne klappt, kann eine Hypognathie, also ein nach hinten gekehrtes Kinn, durchaus sehr effektiv korrigieren. Man muss allerdings auch immer im Hinterkopf behalten, welche Auswirkungen eine solche knöcherne Manipulation für die Patientinnen und die Patienten haben und wie lange man damit auch aus seinem Alltag herausgeschossen ist, wenn es darum geht, dass man wieder rekonvaleszent und fit ist. Es gibt eine weitere Form der Osteotomie, wo beispielsweise der gesamte Kiefer nach vorne versetzt wird, wo Frakturen durchgeführt werden, die mit Platten versorgt werden, wo es eben nicht um diese
Kippplastiken am Kinn geht, wo wir mit Schrauben arbeiten können. Und das sind alles Dinge, die in den Händen der Mundkiefer-Gesichtsführung sehr gut aufgehoben sind, aber aus meiner Sicht immer nur dann zum Tragen kommen sollten, wenn wir massive Veränderungen haben. Denn eine massive Operation ist nur dann gerechtfertigt, wenn wir massive Veränderungen vorfinden, die auch zu einem massiven Resultat führen sollen, wenn sie operativ behandelt werden. Einfacher ist es, wenn man solche Volumendefekte so versorgt, dass man beispielsweise mit Silikonimplantaten arbeitet oder eben mit Füllmaterialien wie Hyaluronsäure. Die Massivität oder die Intensität dieser Fehlbildung ist immer daran zu messen, wie das Ganze sich auch mit dem Kieferschluss und auch mit dentalen, also zahnärztlichen Problemen darstellt, wenn wir beispielsweise einen Überbiss haben. Dann sind diese Patienten durchaus bei einem Mundkiefer-Gesichtschirurgen nicht schlecht aufgehoben. Wenn die Patienten allerdings diese Probleme nicht aufweisen und wir über rein kosmetische Probleme sprechen, dann sollten wir aus meiner Sicht immer die kleineren Maßnahmen ergreifen und ein Kinnimplantat haben wir innerhalb von kürzester Zeit in 10 Minuten eingebracht mit einem kleinen Schnitt, entweder von innen oder von außen. Und diese Kinnimplantate, diese Silikonimplantate können ein Leben lang verbleiben. Welche Implantate wir dort wählen, das wird sehr, sehr individuell ausgemessen und auch im Rahmen von 3D-Simulationen beispielsweise dem Patienten vorgeführt und sollte sich immer daran orientieren, wie die übrigen knöchernen Strukturen aussehen. Denn zur Profilplastik oder zur Profilansicht gehört noch sehr viel mehr als das, was wir jetzt hier initial besprochen haben. Es sind Details wie zum Beispiel auch die Wangenknochen. Wo sitzen die Ohren? Sind die Ohren groß? Wie sieht die Stirn selbst aus? Wie sieht der gesamte Kopf auch mit dem Hinterkopf aus? Über diese Dinge wollen wir jetzt noch mal kurz sprechen und wollen uns das Ganze noch mal im Detail anschauen. Wenn wir im Rahmen des Profils uns das Profil genauer anschauen, also die seitliche Ansicht des Gesichts und des knöchernen Schädels, dann fällt immer wieder auf, dass Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, sich und über ihr Profil beklagen, Menschen sind, die auch mit ihrer Nase Schwierigkeiten haben oder deren Nase unschön im Gesicht oder in den dreidimensionalen Raum hinein projiziert. Das können sehr große Nasen bei Frauen mit zierlichen und zarten Strukturen im knöchernen Schädel sein. Das können aber auch große Nasen sein bei Patienten, die in Relation zu ihrem Kiefer eine Überprojektion zeigen. In diesem Fall ist eine Rhinoplastik häufig die Hilfe der ersten Wahl, dass wir mit diesen Maßnahmen, operativen Maßnahmen, die wir auch schon in anderen Videos besprochen haben, exemplarisch bekommt ihr jetzt nochmal einen Link zu einem Video, das wir vor kurzem hochgeladen haben. Da könnt ihr euch nochmal die Nasen genauer anschauen. Auf diese Weise können wir solche Probleme behandeln und können Nasen durch Frakturen, durch Osteotomien verkleinern, in ihrer Projektion verändern und reduzieren oder eben indem wir am Knorpel manipulieren, die Nasenspitze so positionieren, dass sie zum Rest des Gesichts harmonisch passt. Wir betrachten uns bei diesen Profilplastiken auch immer die Stirn an. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Patienten, also insbesondere Männer, erlebt, die von ihrer Stirn relativ wenig Projektion haben und damit in ihrem Gesamtprofil an dieser Stelle ein Makel oder ein Defizit aufweisen, wenn es darum geht, dass sie sich den üblichen männlichen Charakteristika des Gesichtsschädels stellen und damit sich selbst in ihrem Profil als wenig männlich wahrnehmen. Die einfachste Maßnahme, um solche Probleme zu behandeln, ist beispielsweise auch mit Eigenfett zu arbeiten. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass Eigenfett im Gesicht an verschiedenen Stellen unterschiedlich gut anwächst. Die Projektion des Kinns können wir mit Eigenfett nicht besonders gut aufbauen, aber die Projektion an der Stirn lässt sich im Gegensatz dazu mit Eigenfett sehr, sehr gut aufbauen. Was dahinter steckt, ist in der Regel die Durchblutungssituation, die beispielsweise durch die Galea im Bereich der Stirnregion deutlich besser ist, als wenn wir direkt auf dem blanken Knochen am Kinn spritzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir mit anderen Füllmaterialien, beispielsweise am Kinn selbst, wenn wir das Kinnimplantat aus Silikon vermeiden wollen, weil wir den Schnitt beispielsweise von enoral, also von innen oder von außen vermeiden wollen, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können, während wir an der Stirn dort Probleme finden, wenn wir mit zu viel Hyaluronsäure arbeiten, dass das Ganze unnatürlich aussehen kann, aber auch sonst noch Probleme bringen kann, wie zum Beispiel, dass man Gefäße trifft, die für die Durchblutung am Auge verantwortlich sind und dort auch bis hin zur Erblindung Komplikationen hervorrufen können, die wir alle als plastische Chirurgen fürchten. Ihr seht, dass das gesamte Thema relativ komplex ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir eine Nasenoperation durchziehen, sondern es geht darum, dass man wie bei einem Lego-Spiel versucht, die Proportionen im Gesicht so zu ordnen, dass sie bestimmten
männlichen oder weiblichen Attributen so gleichkommen, dass die Patientinnen und Patienten nach einer solchen Operation so zufrieden sind, dass sie glücklich mit ihrem Profil leben können und keine weiteren operativen Maßnahmen wünschen. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, hier operativ einzugreifen und das Gesicht dementsprechend so zu verändern, dass wir unser Ziel erreichen, dass ihr glücklich seid und mit eurem Profil, mit der Profilplastik, also mit dem operativen Eingriff, im Einklang steht. Was haben wir so als häufigste Eingriffe, die wir im Rahmen von solchen Profilplastiken miteinander kombinieren und wo finden wir sie? Bei den Frauen sind es ganz klar die Nasenoperationen, wo es darum geht, überprojizierte Nasen zu reduzieren und dann häufig auch eine Hypognathie, also ein zurückstehendes Kinn, so aufzubauen, dass es zu einer harmonischen Linie kommt. Und vergessen wir nicht, bei den Frauen ist es häufig so, dass wir irgendwo auch den sogenannten Tweety-Look verfolgen. Das heißt, wir haben eine prominente Stirn, die eine schöne Rundung bringt, eine kleine kurvige Nase und dann kommt ein schönes, zartes Kinn noch dazu. Das heißt, wenn wir mit Kinnimplantaten bei Patientinnen beispielsweise arbeiten, dann sehen diese Kinnimplantate häufig komplett anders aus als bei Männern. Die sind deutlich spitzer zulaufend und zeigen weniger breite Projektion, als wir das bei den Männern beispielsweise finden. Bei den Männern finden wir im Gegensatz dazu häufig die Notwendigkeit eines Aufbaus an der Stirn. Viele Männer haben den Eindruck, dass im Profil gerade so diese sogenannten Orbiter-Ränder, wo wir tatsächlich eine Art sekundäres Merkmal für die Testosteron-Konzentration, die Testosteron-Wirkung auf den Knochen haben, dass sie dort unterprojiziert sind. Dort kann man sehr gut mit Eigenfett arbeiten. Häufig sind zu große Nasen mit am Start, die wir so korrigieren, dass wir sie nicht wesentlich verkleinern, sondern mehr Linie hineinbringen, schärfere Konturen reinbringen, Höcker abtragen. Und natürlich haben wir auch bei Männern häufig die Problematik am Kinn oder aber auch an den Wangen selbst. Das heißt, auch Männer sind im Fokus, wenn es um Silikonimplantate im Gesicht geht, beispielsweise um Wangenimplantate, um dort mehr Testosteronwirkung am Knochen darzustellen und damit eben auch diese sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale darzustellen, Kinn- und Wangenregion. Ihr seht, ein hochkomplexes Thema und auch hier muss man immer sehr, sehr individuell schauen. Mich interessiert eure Meinung dazu. Ist das übertrieben? Ist das jetzt ein Social-Media-Effekt oder ein Effekt der Generation, die mit dem Smartphone in der Hand aufwächst? Oder ist es ein gerechtfertigter Weg zum plastischen Chirurgen, zur plastischen Chirurgin, sich zu begeben und sich zu wünschen, dass man eben auch die Seite optimiert und nicht nur die Front? Lasst mir eure Kommentare da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ich bin euer Professor Dr. Sinis, dein Plastic Surgery Coach und ich bin jetzt raus.